Dann machen wir hier nochmal ganz offiziell herzlich willkommen zum heutigen Spiel zwischen den Tekkers Black Dragons und den Exa Ice Fighters hier in Erfurt in der Kartoffelhalle. Körpereinsatz von Moritz Israeler. Und da ist das erste Tor für die Black Dragons. Das macht mich alles schon verrückt hier gleich am Anfang. Natürlich wunderschön rausgespielt. Ja, 5 gegen 3. Also mit der Überzahl, die wir dieses Jahr haben, ist das schon krass. Und das nutzen sie natürlich dementsprechend auch. Wird in meinen Augen auch viel zu wenig so genutzt. Das war natürlich ein super... Oh, jetzt Tor für die Erfurter. Was für ein Ding. Aber leider kein Erfurter, der geschossen hat. Das sieht so aus, als wäre es die Nummer 6 gewesen. Ja, das könnte sein. Wir gucken nochmal im Replay. Naja, da sieht man es recht schlecht. Jetzt nochmal. Andere Perspektive. Schuss. Und ja, nein, die ja. 18, oder? Wilecki an der Scheibe. Spielt raus zu Slanina. Der hat natürlich jetzt wieder die nächste Chance. Und macht das Ding. Eiskalt. Aber schön. Das muss man lassen. Ganz stark. Und genau das ist das, was wir gesagt haben. Auf den muss man aufpassen. Ja, der ist nicht umsonst in der Scorerliste so weit vorne. Auch über viele Jahre. Sehr konstanter Scorer. Natürlich klasse gemacht, ja. Hat ihn schön auf die rechte Seite gelegt, sich den Poku dann nur noch reinlaufen lassen. Ja, ganz stark gemacht. Hier sehen wir es nochmal im Replay. Zack, rüber und gleich reingelegt. Ah, Wahnsinn gemacht. Ja. Ah, Wahnsinn. Nein, alles gut. Ja, also es war einfach Bulli in Erfurter Zone. Sehr schön. Und da ist das Tor für die Leipziger. Ja, 2-2, so schnell geht das. Ja. Ja, verdeckter Schuss. Ja. Einfach mal oben aufs Tor gesetzt. Dr. Konstantin Kenzler konnte, glaube ich, das Ding auch nicht richtig sehen. Nein, nicht. Und Dr. Kyle Beach hat da nochmal ganz kurz was lamentiert. Irgendwie Stockschlagen. Hm, wenn ich das richtig sehe, meine ich das auch. Ja, ich sehe da nichts, also ich sehe da auch nichts. Alles konform. Kyle Beach scheinbar. Und da ist der Treffer für Leipzig. Kyle Beach hat aber sehr gut einen eingepackt gekriegt. Ja, das ist die Frage, was da jetzt wirklich los war. Und der wird einiges abkriegen. Ja, und da ist der Treffer. Kyle Beach, und da zeigt das halt gleich. Ja, der war jetzt sauer, der Junge. Der war sauer. Und so wie es ausschaute, und hat direkt Sean bestraft. Sean Fischer könnte noch dran sein, dass Sean da nochmal dran war. Das sah tatsächlich so aus. Ja. Enzo Herrschaft. Und da kommt, und da ist der Treffer. Tor am Abseits hätte man da vielleicht noch pfeifen können, weil da ist nämlich ein Leipziger über die Matten von Konstantin Kessler gefallen. Sehen wir jetzt hier gleich. Zack. Ja, aber er war schon draußen. Nein, das ist ganz klar. Oder Behinderung wäre auch noch eine Idee gewesen. Das muss man geben. Ganz klar. Ja, das haben natürlich die Leipziger clever gemacht. Ja. Unterzahl nicht wirklich aggressiv vorgehen. Versucht das. Jetzt werden beide vom Eis geschickt, Kyle Beach und hart umkämpft. Oh, schön abgefangen von Gulda. Und jetzt Kyle Beach, Tor! Kyle Beach macht das Ding, er macht den. Oh, das ist die eine Situation gewesen, von der wir gesprochen haben, Carly. Kyle Beach kriegt die Scheibe und macht die Hütte, jawohl. Das ist gut von ihm, normalerweise läuft das immer so ab, er geht auf links. Und dann versucht er genau das Ding zu machen. Genau so. Und Konstantin Kessler reklamiert. Genau, er hat ihn eigentlich, ich denke auch, gehabt. Und wurde einfach noch reingedrückt. Also ist es jetzt wirklich die Frage. Und somit ist diese strittige... Ja, aber hier wird gar nicht. Also das ist schon... Vielleicht kriegen wir das Replay nochmal ganz kurz. Ja, na gut. Das also ist hier kann man es nicht richtig sehen. Jetzt Bosas.
Oh, und verstolpert leider. Und somit Sieg für Leipzig. Im Penaltyschießen.